Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19 Nordfriesischem Marsch Version 2.2. Kurz auf einen kleinen Flick gehen, Misch vordergeben und dann fahren wir gleich los und holen Stroh. Ui, Entschuldigung. So, auf geht's. Stroh. Stroh haben wir im Lager, im Strohlager. Und zwar nehmen wir das Strohlager, was hier im Hof ist. Das Ding ist ja gerammelt voll. Und geile Ansicht. Aber das soll ja irgendwie alles reinkommen, ne? Na, erstmal den Rest abkippen hier. So. An den kann man nichts mehr. Und da haben wir es. Und da haben wir kein Stroh. Können wir auch noch Stroh reinfahren, ne? Das könnten wir machen. Muss man gleich mal einen Traktor nehmen und Bescheid geben. Oh, der Stroh ist weg. Hat er alles aufgenommen? Wahnsinn. Nicht schlecht. Ich dachte, wir müssen ein bisschen uns ranquetschen, aber gut. Halt nicht. Schön lockeres Stroh. Trocken, nicht vergammelt. Halt schöne Stroh. So. Tach, Mu, das sind die Kälber hier rechts, ne? Kriegen hier Ladung. Müssen wir doch Außenansicht machen, mal gucken, wenn die Klappe runter geht, dann kommen wir nicht durch. Die berühmten 2 cm. Wow. Fast alles. Ist aber gut. Und so haben wir, können wir sagen, okay, wir haben, wir brauchen nicht normal fahren. So, nochmal Einladung für den nächsten Stall. Im Grunde haben wir zwei Lager gar nicht gebraucht, aber wir will. Aber wir haben ja genug Stroh, ne? Wieder verarbeiten. Wir müssen aufladen, nicht abladen. Da fehlen ein paar Zentimeter. Ja, kommen wir so rum, ja. Das geht schon irgendwie. Ja, Samstag verging schnell heute bei mir. Paar Stunden bearbeiten und schon war die Zeit rum, ne? Ja, das mache ich, Rest mache ich morgen Vormittag. Also hochladen und weitere Folgen bearbeiten. Ich mache das ganz gerne am Wochenende. Ja, richtig, da. Weil da habe ich genug Zeit. In der Woche vor der Spätschicht. Ja, gut, da kann man es auch machen, ne? Aber ich hab's nicht gern mit Druck, ne? Also alle Ruhe fertig machen und dann ja notfalls, wenn es nicht ganz klappen sollte, hat man halt Reserve, ne, in der Woche, ne? Wie schon mal bei hier LS mit dem Arsch hatte ich 5 Folgen aufgenommen gehabt, leider ja versaut, kann man sagen. Hier, da war ich zu leise und da habe ich mir gesagt, na, das machst du jetzt nicht. Das ist im Grunde für vorhandene Zuschauer kann das sein, dass er, okay, dann schreiben sie einen Kommentar rein, bist du leise gewesen. Als Hinweis, ist gut. Auch danke dafür, wenn mal ein Hinweis kommt. Alles kann man nicht sofort mitbekommen. Aber wenn jetzt komplett neue Zuschauer reinkommen und dann sehen, oh,
Qualität passt nicht, dann ist es schon ungünstig, sagen wir so, ne? Wenn man da jetzt jemanden gewinnen will und man ist dann nicht so, wie es sein soll. Bin immer auf Kritik angewiesen, um nötige Sachen halt zu verbessern. Das ist ja halt so, ne? Alles, ja, Geschmackssache, ne? Hintergrundmusik nicht so laut, Traktoren nicht so laut, Maschinen nicht so laut. Oder ich zu laut oder zu leise, ne? Ich habe nur die digitale Anzeige links, da sehe ich immer so, wenn es grün ausschlägt oder ins gelbe Bereich geht. Bei mir soll es eigentlich ins gelben Bereich gehen, dass ich laut genug bin. Ich kann da durchfahren, ja. Und die Maschinen sollten eigentlich auch noch zu hören sein, aber nicht extrem laut. Ne? Und die Hintergrundmusik darf auf keinen Fall so laut sein. Ne? Also eher die Hintergrundmusik, man sagt, lieber höre ich die nicht, als wenn ich jetzt das alles übertöne. Ne? Dann haben wir jetzt hier die Schweine aufversorgt mit Wasser, Stroh und Futter. Und müssten wieder 2 Tage Ruhe haben, ne? Anführungszeichen. Ne? Obwohl ich eigentlich fast jeden Tag mich darum kümmere. Fast. Ne? So, da haben wir jetzt das auch erledigt. Das können wir stehen lassen. Erstmal, ne? So, da könnte man hier noch eine Halle hinbauen, theoretisch. So. Mal gucken. Ich brauche jetzt einen Traktor. Dann nehmen wir die Traktoren von da hinten. Ich muss mal jetzt mal sehen, Feld 1, habe ich da einen Kurs oder keinen Kurs? Ansonsten müssen wir einen Kurs speichern. Mit Rechnung sieht er noch hinten. Da jetzt ein Kurs drin ist. Ansonsten für Feld Anhänger wollte ich hier stehen lassen. Ansonsten Kurs für Feld 21 müsste ich jetzt noch hinkriegen. Da steht ja noch eine Rasche. Da steht noch. Oder schon gelöscht den Kurs? Kann auch sein. Dann ist es blöd gelaufen. Ne? Ansonsten der Pöttinger kann jetzt natürlich auch Stroh sammeln. Theoretisch ein Hauptlager abgeben, ne? Da geht da was rein. So, gehen wir gleich auf Feld 1, 21. Da stellen wir hin. Der Kurs müsste ja noch existieren. So. Gucken wir hier rein. Kurs Feld 1 Ernte, das ist, den hätten wir jedenfalls temporär Kurs, das ist der garantiert, ja, von der Drescher 9240. Ersten Wegpunkt, Arbeitsmodus, Einstellung, Entladen, Auffüllen. Okay, dazu müssten wir es hier einstellen. Feld 21. Das hatte ich neulich mal nicht hingekriegt mehr. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich es vergessen gehabt. 21, Hochsilo in Lahn, Häckselgut, Stroh. Und hier halt einstellen, ne? Das wäre nicht Blödsinn, wenn man das Stroh jetzt unnötigerweise mit Ballen pressen. Wir können es ja auch so machen, ne? Auch wenn der jetzt vielleicht nicht alles mitnimmt, ist doch egal, ne? Hauptsache, das meiste kommt in ein Lager rein. Ich meine, der Winter ist lang und dann können wir Stroh zu Pellets machen. Obwohl ich noch genug im globalen Markt habe, aber man weiß ja nie, ne? Dann machen wir gleich mal Platz, dass die anderen arbeiten können. Dann können wir gleich auf Feld 1. Dann können wir den Traktor auch nehmen für einen anderen Sammelwagen, den ich noch habe.
irgendwo. Im zweiten. Und da entsprechend auch sammeln. Ne? Feld 1 kann ja auch gemacht werden. Da machen wir einen Traktor mit erstmal. Menge. Das andere klappt nicht so gut mit übernehmen. Zwar macht auch Cosplay den Kurs vom Abfahrer ganz gut, aber manchmal ungünstig, ne? Wenn zum Beispiel Kurs durch den Stall geht. Ich hoffe, dass er jetzt auch keinen Stall durch, kein Kurs durch den Stall nimmt. Ne? Also ist ungünstig, ne? Wenn das so wäre. Weil durch den Stall passen und leider nicht alle Anhänger durch. Ne? Das wäre unsinnig, wenn da jemand durchfahren würde. Ich meine, das würde ich überhaupt nicht gut heißen. Im realen Leben, wenn jetzt die Tiere ständig gestört werden. Ne? Stress mögen die Tiere nicht und das sollen sie auch nicht haben. Dann werden sie krank. Der Stress hat übrigens alle krank. Den Anhänger können wir gleich leer machen, weil den können wir später mal, den Malzertrick können wir mit dem LKW voll machen. Machen wir mit leer. Gibt zeitlich ab, das ist gut. Ohne ist egal, Hauptsache geht schnell. 12 Minuten. Ist Weizen voll. Das ist schlecht. Das ist. Ne, na gut, da haben wir gut geerntet, ne? Na gut, da stellen wir hier mal ab. Großer Ahne-Sammelwagen, den grünen, ne? Der grüne hat einen Traktor, dann können wir den dran lassen. Ist ja ein Ding, ne? Der ist ja voll. Weizen ist voll. Na, dann muss ich ja bald Malzen wegfahren. So. Dann wirst du gleich mal. Ne, auf 1 fahren, ne? Also ich. So. Stellen wir gleich mal ein. Ja, Pflanzenschutz können wir eigentlich entfernen. Flüssigdünger verwende ich so nicht. So, der Drescher muss auch weg. So, hier ist das so. Ne? Feld 1. Abladen. Brauerei, Sandkies, Mischfutterfabrik. Beladen, abladen nicht. Dünge, Auffüll, Abladen, Wasserbrücke, Abladen, Strohlager. Strohlager ist voll. Hochsilo entladen. Na, kein Gras, sondern Stroh. Dann hier den Kurs immer löschen. Dann Feld 1 Ernte 13 Meter. Den ersten Wegpunkt einstellen. Dann ist der Rascher hinten für Feld 1. Und ich meinen Kurs speichern. Haben wir den Kurs? Also, können wir nicht gucken jetzt, wenn wir ein Fahrzeug haben. Dann kriegen wir unser Stroh auch langsam. Verwertet, ne? Also zumindest ins Lager gefahren, falls auch mal Regen kommen sollte. So ein Gewitterschauer, ne? Ist ja immer möglich im Sommer. Er meldet ja für nächsten Stunden Regen. So. So, mal gucken. Ach ne, mal gucken, ob Erntefeld 1. Das haben wir gespeichert, okay, dann kann er kurz weg. Aber 13 fehlt, ne? Ist blöd. Was wir machen könnten, das wäre ganz einfach. Hier ist Feld 1. Machen wir an X. Wir fahren mal rüber. Programmieren wir einfach mal einen Kurs. Und dann werden wir einfach mal das speichern.
Ich weiß ja ungefähr, wo ich angefangen habe. Ich weiß es genau. hinten rechts. Dann müssten wir über die Brücke rüberfahren. Hoffen wir, dass unser Schneidwerk hoch genug ist. Und dann kommen wir rüber. Da würde ich noch fertig machen in der Folge jetzt. Leider, wir klemmen jetzt hier fest, dann ist ungünstig. Ah, komm rüber, passt. Dann können wir den Kurs nämlich speichern, dann können wir nämlich zumindest einen Stroh und einen Ballen pressen, ne? Oder nachher einen Sammelwagen überschicken. Sammelwagen wäre mir eigentlich lieber, weil das wäre ein Abwasch, ne? Ein Arbeitsgang, was die KI übernehmen kann, ne? Ich habe bei uns immer hier vorne angefangen, rechts. Letztes Mal bin ich oben angefangen. Deswegen stelle ich mir auch mal so hin, wie das so Stroh so liegt. Dann ist das auch ungefähr. Können wir gleich mitnehmen, ne? Mit Weiz oder Gerste? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Okay, muss ein Laden werden. Ist der andere nicht angestellt für Outdrive? Das kann sein. Das kann sein. Kümmern wir uns gleich drum. 7, 4, 6. Das ist ein Traktor. Ah, da haben wir ja nicht mehr, ne? So, hier Kurs berechnen. Kursgenerierung. Feld 13. Vorgewende noch 2 waren es gewesen. 7% auch stehen geblieben, glaube ich. Zurück. Speichern. Ja, wir haben es immer zurückgemacht. Ich sage Speichern. Mit zuerst Feld. So, Feld 13. Ernte. Schreibt mal alles klein. Und überlegen. 13. Und, aber Getreide halt, ne, weil dann weiß ich hinterher, dass es keine Rüben sind. Getreide und die Breite. Speichern. Gut, da kommen wir erstmal darum. Das ist wie gesagt, Einstellung. Entladen, auffüllen. Achso. Fahrtpläne rückwärts fahren. Hier ist noch einiges eingestellt, noch nicht aktiv ist. Ist schon ein bisschen. Eigentlich schade, ne? Wenn das Spiel nicht läuft, nachher ist kommt Neues. Ne? So. Kann seine Punkt 1 anfangen will, möglich. Aber dann wird er gleich hinterher, so hoffe ich, zu Abladen hinfahren. Ne? So. Der Arm ist auch bald voll. Alles in die Presse. So. So Stroh. Aber die Folge ist zu Ende. So, liebe Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Danke fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Ja, morgen geht's hier weiter in dem Arsch im Norden. Und wir sehen, was kommt. Mal schauen. Tschüss.